Wunderschönen guten Abend. Es ist Mittwoch 18 Uhr auf diesem Kanal. Bedeutet das übliche Chaos. Der übliche Moderator und Streamer, wie auch immer, Berberovka, gibt einen zum Besten. Im Hintergrund läuft schon schöne Musik. Diese entspannende Musik gehört zu dem Game Rise of Industry. Ich werde heute Riders of Industry fortsetzen. Wir haben ja schon ein, zwei Folgen hinter uns und beim letzten Mal lief es ja erstaunlicherweise ab einem gewissen Zeitpunkt gut, wo ich verstanden habe, so ein bisschen wie diese Berechnungen funktionieren und so weiter. Ja, also würde ich sagen, machen wir da heute weiter. Ich hole euch schon mal ins Game. Irgendwo da ist es, da. Und wir laden das Game. Währenddessen Familie Ritter heißt der Spielstand, weil meine Hauptstadt, die ich bedienen möchte, oder die Stadt, die ich als erstes komplett irgendwie bedienen möchte, ist die Stadt Köthen. Und wer Familie Ritter kennt, weiß, dass diese aus Köthen kommt. Versuchen wir mal ganz kurz ein bisschen hier an der Kamera rumzudrehen. Es ist immer so übertrieben am Glänzen, so übertrieben hell. Vielleicht kann man da auch... Na, jetzt geht's, wo sich der Bildschirm grün gefärbt hat. Einmal kurz Überblick verschaffen. Straßengeschwindigkeit ist irgendwie minus 10%, okay. Und der Gebäude... Unterhalt für 23 Monate in dieser Region lohnt sich auch richtig bei drei Gebäuden, die ich hier habe. Auf jeden Fall gesenkt. Okay. Ich weiß, dass wir hier gleich unsere Baustelle haben werden. Ich werde gleich nur einmal alles kontrollieren, ob ich noch alles unter Kontrolle habe. Aber hier wird gleich eine Problembaustelle sein, bei der ich eine Ahnung habe, warum sie schlecht funktioniert, ist aber nicht zu 100% weiß. Wird sich gleich zeigen. Unsere wundervolle Stadt Köthen floriert. Das bedeutet, wir bedienen diese Stadt wunderbar mit allem, was sie so braucht. Nicht mit allem, aber zumindest mit den meisten Sachen. Und wir beginnen mit dem Bauernmarkt und checken hier mal so, wie es da aussieht. Sowohl bei Hopfen wie auch Beeren. Das ist hier 6:6 gewesen. Das sind Zahlen, die muss ich mir halt merken, weil ich irgendwie keinen Vergleichswert, keine Möglichkeit habe zu sehen, ob das mehr oder weniger geworden ist. Bedienen wir mit vollem Angebot. Gemüse mit teilweise Angebot. Ich glaube 12, die haben wir schon angepasst. Es kann sein, dass das hier durch ein bisschen alles durcheinander geraten ist. Vielleicht machen wir den Part dann auch nochmal komplett neu. Fisch brauchte 11 pro 15 Tage. Volles Angebot. Volles Angebot. Hier ebenfalls und da auch. Und ich weiß, dass ich auf jeden Fall nicht zu viel produziere. Das bedeutet, der Markt... Nanu? Ach, man kann LKW anklicken? Der Markt sieht soweit ziemlich gut aus. Auch die Milch, die wir ja beim letzten Mal gegen Ende der Folge in Produktion gebracht haben, bedeutet für uns, bis auf die... Gemüseproduktion, seht ihr? Und hier gibt es nämlich jetzt schon die Probleme. Hier muss ich regelmäßig irgendwie große Mengen an Gemüse rausziehen. Und das müssen wir gleich überarbeiten. Wir checken aber vorher nochmal, ob alles so ein bisschen, ob alles soweit richtig läuft. Hier haben wir scheinbar einen massiven Überschuss an Wasser. Müsste man gleich auch nochmal durchzählen. Aber auch das kriegen wir alles hin. Mehr Produktion haben wir eigentlich gar nicht. Es fokussiert sich ja alles auf Köthen. Und hier die Sachen, die ich hier so aufgebaut habe, ja, die laufen so nebenher. Das funktioniert einfach. Tja, hier ist zu viel Wasser. Dann fangen wir doch hier unten einfach erstmal an, bevor wir uns der Gemüsesuppenproduktion widmen. Wie ich gerade sehe, wir haben ja auch die ersten Zuglinien gebaut und eine führt sogar hier runter nach Orwege. In Orwege wird Holz produziert. Und so wie ich das zumindest glaube, richtig berechnet zu haben, müsste der Baumarkt sich hier zumindest im vollen Angebot teilweise Angebot, na gut. Er braucht 12.
Und die Dinger machen in 15 Tagen 10, also in 30 Tagen 5. Dann haben wir hier, 5, 10, nur 11. Ich glaube, der braucht noch einen Ernter. Ah, jetzt geht diese Mathe-Geschichte wieder los. Mit den einfachsten Aufgaben bin ich wieder überfordert. Der Kollege macht 10 in 15. Der Baumarkt interessiert sich in welchem Takt? Auch in 15. Der müsste ja sogar eine Überproduktion haben. Kann es sein, dass sich das hier irgendwo staut und... Nee, gar nicht. Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Die machen beide 10 in 15 Tagen. Das ist schon weitaus mehr als das, was der Baumarkt da oben haben will. Ja, ist ja gut. Wir sind vom Thema abgekommen. Wir rechnen einmal durch. Das hier scheint im 30-Tage-Takt zu gehen. Und hier drüben brauchen wir 1 pro Feld. Also zählen wir die Felder einfach durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da wir den Spiegel hier drüben haben, also das Ganze auf die andere Seite gespiegelt, haben wir 20 Wasserfelder, die wir bedienen müssen. Oder Felder mit Wasser zu bedienen. Und hier zählen wir genau gleich. Und zwar 20 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also bräuchte ich 30 Wasser, die ich produziere. Das ist richtig. Habe ich hier schon irgendwo an der Effizienz rumgeschraubt? Nee. So wie ich das verstehe, brauche ich 30 Wasser. Und hier produzieren wir wahrscheinlich noch, das sieht fast noch weniger aus. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh. Aha, okay, alles klar. So, hier, ne, 20 und dann 22, 24, 26, 28, 30. Genau richtig. Und er ist zu viel. Er ist hier einfach zu viel. Können wir sogar noch Geld sparen. Weg damit. Dann müssten wir das Problem eigentlich auch gekillt haben. Ich lösche hier einfach mal das Wasser. Und jetzt müsste das eigentlich so im gleichen Verhältnis bleiben, einigermaßen. Schauen wir uns mal an. Problemkind, Gemüse, Gemüsesuppe. Oder die heißt, glaube ich, einfach nur Suppe. Ja. Ich fahre alles wieder auf Anfang. Weil ich mich da nicht mehr reindenken kann, was ich hier beim letzten Mal so zurechtgefuscht habe. Dafür müsste ich einmal ganz kurz gucken, wie viel Gemüsebedarf in der Stadt ist. 12, alle 15 Tage. Bedeutet, wir müssen hier auf den Farmen ein Pensum von 24 erreichen. Wenn wir mal schauen, ein Feld macht 2. Brauchen wir also wiederum 12 Felder. Das Verhältnis Markt zu Feld ist wieder 1 zu 1. Kommt uns ein bisschen bekannt vor vom letzten Mal. Kleinen Moment. So. Das heißt, ich muss 12 Felder haben. Wir zählen wie kleine Kinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es geht ja alles ein bisschen schnell, ne? Weil ich auch nicht so richtig weiß, welches Feld gehört zu welcher Farm. Es arbeiten nämlich auch welche mit 150 und so. Deswegen, die kommt auf jeden Fall weg. Ah, guck mal, die gehören zusammen. Und die kann ich, glaube ich, auch abreißen.
Sonst brauchen wir gleich noch eine neue, wenn jetzt rauskommt, dass wir hier keine 12 erreichen. Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bedeutet, nur diese hier bedienen den Markt an Gemüse, reines Gemüse für den Bauernmarkt. Wenn wir jetzt hier auf Play drücken, müsste eigentlich, na, Wasser müssen wir uns da auch nochmal angucken, müsste eigentlich bedeuten, dass sich das hier wieder ganz normal reguliert und auf volles Angebot einpendelt. Wasser kontrollieren wir auch nochmal eben gegen. Da brauchen wir einmal pro Feld, also auch 12 Wasserproduktionen. Und wenn ich mir das hier angucke, würde ich schon fast sagen, das ist zu viel. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall erstmal abreißen. Kann sein, dass wir sogar schon hier ein großes Verhältnis von Wasser angesammelt haben. Nö, gar nicht. Hast du hier eine Route? Nee. Jetzt müssen wir die ein bisschen aufeinander abstimmen, weil das hier ist ja jetzt diese vier, die wir hier haben, das sind ja die, die die Stadt versorgen sollen, normal mit Gemüse. Jetzt müssen wir das ein bisschen regulieren, damit dieses Lagerhaus eben nicht gefüllt wird mit Gemüse. Es hat hier nämlich nichts zu suchen, zumindest nicht aus diesen Farmen. Das heißt, die 1, 2, 3 und 15, whatever, müssen wir hier ausschließen. Genauso wie den Brunnen. Bin gerade überrascht, dass hier nur eine drin steht. Andere Lagerhaus ist halt auch in Reichweite. Müssen wir hier manuell machen. Müssen ihm sagen, alles was du kriegst, da bitte rein. Das können wir auch gerne für die anderen manuell machen, dann sind wir da clean. Obwohl ich ja eigentlich kein Fan von manuellen Routen bin. Das ist Autoziel. Damit haben wir auf jeden Fall reguliert, dass das Gemüse nur direkt dorthin geht. Ich glaube, hier muss ich das auch noch einstellen. Hab ich schon, aufs Lagerhaus 3. Alles klar. Tja. Wo ist er denn jetzt? Wir können mal auf Play drücken. Das müsste sich jetzt auf jeden Fall alles regulieren. Und eigentlich müsste ich den Brunnen auch sagen, manuell festgelegt, dass sie das füttern sollen. Aber da gucken wir uns gleich nochmal um. Erstmal beobachten, ob sich das mit dem Gemüsehandel wieder beruhigt. Es ist hier halt viel Gemüse drin, muss ich einfach, schmeiß ich raus. Damit ich immer wieder mit dem Grund Null anfangen kann. Gut, schaut jetzt erstmal nach vollem Angebot wieder aus. Was mich noch so ein bisschen wundert, wo ich mich noch frage, ich biete da jetzt mal drauf, ich biete jetzt 150.000. Darauf, dass die Sendekosten der Trucks 45% für 16 Monate reduziert sind. Ist jetzt wahrscheinlich in dem Fall genau Köthen, aber wir gucken mal. Wenn ich da nämlich draufklicke, fliege ich meistens zu irgendeiner anderen Stadt. Ja, war natürlich klar, dass es Köthen ist. Aber es steht halt nicht dran und das wundert mich. Umso besser verdiene ich jetzt eine ganze Menge Geld. Das Lagerhaus hat nichts zu tun, das soll auch so sein. Wir gucken uns nochmal die Möhrchen an. Volles Angebot. Überall.
Das haben wir hervorragend gemacht. Ledervolles Angebot, Holz, teilweise Angebot. Bin ich komplett überfragt, warum? Weil ja eigentlich... Ja doch, der hat ein Ziel. Fragt mich nicht. Das können wir uns später nochmal angucken. Und jetzt die Suppenproduktion. Die Suppenproduktion ist interessant für das Lebensmittelgeschäft. Ja. Wir brauchen eine Konservierungsfabrik, welche Gemüse und Wasser in Suppe fertigt, also umwandelt. Und zwar 9 für 15 Tage. Das Ganze müssen wir rückwärts angehen. Stellen uns hier mal eine Konservierungsfabrik auf. Gucken wir uns die an und hier steht drin, was wie in welcher Taktung gebraucht wird. Okay. Eine Suppe wird in 15 Tagen hergestellt, wenn wir es 1:1 mit Möhrchen und Wasser füttern. Bedeutet, wir brauchen 9 Gemüse und 9 Wasser, klar. Das jetzt wird es halt richtig tricky. Wenn wir jetzt sagen, okay, eine macht 2 Suppen. Bullshit. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die macht ja 2 Suppen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wieder alles so herausfordernd. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Wir brauchen auf jeden Fall 4 Fabriken Normalbetrieb. Das sieht übrigens aus wie eine Konserven, wie eine Getränkefabrik. Ich glaube, das ist mir schon mal passiert. Ah, da haben wir aber auch gelernt, mit Shift zu arbeiten. Der Klick, Shift. Wir brauchen 4 im Normalbetrieb, denn das sind hier 2, 4, 6, 8. Wir müssen aber 9 machen. Und da wird das Ganze halt ein bisschen abgedreht. Kommt noch eine hin. Ja, jetzt brauchen wir noch Wasser. Das nur mit 5. Ja, scheint so. Mehr geht nicht. Die können wir mal in die Entwicklung setzen. Geld haben wir ohne Ende. Falls wir die mal irgendwann brauchen, dann haben wir sie schon. Whatever. Entwickeln wir alles. Brauchen wir bestimmt irgendwann. Warum denn nicht auch jetzt schon? Okay. Ich glaube, ich begebe mich hier gerade auf einen ganz dunklen Pfad, indem ich alle Routen manuell mache. Aber eigentlich, was soll passieren? Sprach er und gleich versinkt hier alles im totalen Chaos.
Passt das? Oh ja, geil, das passt. Aber hier nicht. Boah, sowas mag ich ja mal nicht sehen. Okay. Jetzt müssen wir schauen. Achso, die hier werde ich übrigens auf 50% einstellen. In der Leistung. Dann wird sie nämlich statt der zwei Suppen nur noch eine produzieren. Und dann haben wir 2, 4, 6, 8, 9. Achtung! Das, was ich gestern beobachtet habe, und das müssen wir mal gucken, ob das auch so stimmt. Was ist gestern? Das war Montag. Ist, dass wenn man hier die halbe Leistung einstellt von so einer Fabrik oder die doppelte, das wäre eigentlich die doppelte, ne? Egal. Oder eben, also wenn man das Verhältnis erhöht oder verringert von der Effizienz, frisst das Ding trotzdem immer noch die gleichen Materialien, die gleichen Mengen, die hier drin stehen. Ich habe gedacht, naja gut, wenn das Ding doppelt so schnell arbeitet, wird es auch doppelt so viele Materialien brauchen. Aber das schien irgendwie nicht so. Das werden wir uns jetzt hier in dem Experiment mal anschauen. Fakt ist auf jeden Fall, das Wasser machen wir hier nicht automatisch, sondern hierhin, genauso wie du. Ich sag's euch, das wird ein ganz böser Pfad, den wir hier bestreiten, weil normalerweise hat immer alles automatisch gut funktioniert und jetzt fange ich an, das alles händisch in die Wege zu leiten. Ich glaube, wir versinken irgendwann im Chaos. Nur die Konservierungsfabriken brauchen also, weil die hier im 30-Tage-Rhythmus arbeiten und 6 liefern. Ein Sammler bringt 2. Lass mich kurz überlegen. Es muss alles weg. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Es muss alles weg. Die Konservierungsfabrik braucht also in 30 Tagen 2-mal Wasser. Ein Sammler pro Fabrik. 5 Sammler. Damit. Ja, warte ab, keine Ernte. Warte ab. Damit ist klar, dass das erste Brunnenhäuschen hier die volle Anzahl an Erntern bekommt. 1, 2, 3, 4 und die 5. So. Das heißt, ne, hier kommt 2 rein, 3. Obacht. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wir haben jetzt gerade gesagt, wir brauchen 2, 4, 6, 8. Oh, Digga, das ist hart kompliziert. Also es ist schwierig zu lösen. Eigentlich ist es einfach, aber begrenzter Platz. 2 Wasser pro Fabrik. Also ein Ernter. Wir haben 5. Hier unten kommt weiterer Brunnen hin. Und jetzt wird es richtig kriminell, weil jetzt arbeiten wir sogar ohne Lager. Aber hier muss doch jetzt nur die Hälfte rauskommen. Wenn ich die Effizienz auf 50% stelle und da kommt immer noch die gleiche Menge raus, dann kann ich doch alle auf 25% stellen. Ah, wird sich zeigen. Wird sich zeigen. So, und du kannst dein Wasser direkt. Lagerhaus 11 ist in Reichweite. Stark. Dann lassen wir das so. Du kannst erstmal chillen. Wir haben jetzt komplett die Wasserversorgung für die Konservenfabriken hergestellt. Jetzt geht der Spaß los mit dem Gemüse. Das gleiche nämlich. Ein Feld macht in 30 Tagen 2 Gemüse. Also in 15 Tagen 1. Verhältnis Konservenfabriken zu Feldern 1 zu 1. Vier Fabriken, die eine müssen wir gesondert behandeln. Auch wenn ich alle Fabriken gleich gern habe.
Nee, ihr seid für die Stadtversorgung. Das baue ich lieber neu. Das baue ich neu, sonst komme ich da ja noch mehr durcheinander. Seid ihr eine Feldfruchtfarm? Ja, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sehe hier etwas, ich sehe, wie es hier ein Plan aufgeht. Der macht jetzt alle 30 Tage 2. Also haben wir alle 30 Tage brauchen nur ein pro Fabrik. Ich denke, das ist richtig so. Und jetzt kommt der Clou. Die Feldfruchtfarm kommt hier erneut hin mit nur einem Feld dahinter. Und die läuft dann auf 50%. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie denn noch das gleiche, den gleichen Bedarf an Waren hat. Aber das muss so sein. Das geht gar nicht anders. Nee, wir wollen da kein Weizen hinliefern, sondern wir wollen ja Gemüse haben. Und so müsste es jetzt eigentlich funktionieren. Du kannst erstmal Pause machen. Nee, ah, genau, die brauchen ja auch noch. Die brauchen ja auch noch Wasser. Die 3. 2, 1, 15. 3, 1. Guck mal, das sollst du zum Beispiel nicht machen hier. Die sollst du auch alle nicht beliefern. Das Ausgehen, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Kompliziert, kompliziert. Es ist die 1, 2, 3, 15. Die sollst du alle mit Wasser beliefern. 3, 2, 15 und der Rest aus. Okay. Das ist der Fahrtgott, der Pfad des Teufels, ich schwör's euch. Du nicht. Nur die 19 und die 20. Und der Rest kann hier. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung soweit, auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt nur noch mal gucken. Er braucht hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal Wasser. Natürlich richtig kacke, weil es so schlecht aufgeht. Ja, 6,5 mal Wasser. Wie soll ich das machen? Ich schmeiß das jetzt hier einfach an. 6,5. Und hier 2, 4, 6. Hier geht ja auch nur ein halbes Wasser raus. Die habe ich doch eingestellt, dass er nur ein halbes liefert, oder? Das heißt, der macht eine Unit pro. Dann können wir die wieder auf 100 stellen. Haben wir hier eine feste Route eingestellt. Na! Sollst du das hier ins Lagerhaus bringen?
Das ist einmal hier hin. Und einmal dahin. Und somit können wir den Komplex schon mal anschmeißen, glaube ich. Wir checken einfach mal, was hier jetzt passiert. Währenddessen muss ich hier natürlich auch noch sagen, was mit der Suppe passieren soll, die hier so... Oh, die soll ihren Weg direkt finden, dann hat er das noch gespeichert. Fehlende Eingabe. Könnte das das Wasser sein? Aber die fangen jetzt an zu laufen. Hier muss ja erstmal ein bisschen Wasser gesammelt werden für die Läden. Deswegen bin ich da noch ein bisschen entspannt, was das angeht. Wir haben überall volles Angebot. Sehr schön. Und auch hier im Lebensmittelgeschäft müsste jetzt hier die Suppe so ein bisschen reinkommen. Teilweise das Angebot. Wir lassen da noch mal ein bisschen die Zeit arbeiten. Jetzt steht zum Beispiel volles Angebot. Wir gucken mal stichprobenartig, wie es da denn so aussieht. Ja, jetzt sehen wir hier schon. Oh fuck, ich glaube, ich sehe da schon was anderes. Wir zeichnen erstmal wieder schick. Es zeichnen sich hier so große und kleine Parzellen ab. Nahrungsmittelmangel. Na, das klingt doch nach Geld. 25 Fuß an Tischendorf. Da war das nicht hier unten, das Ding? Ja, komm, lass knacken. Hier machen wir mal auf Pause. Gucken wir mal, ob da was passiert. Auch Bevölkerung minus 15%. Das kann natürlich richtig reinhauen. Wenn man... Ja, muss ich das hier pausieren oder was? Oh, scheiße, ich glaube, ihr macht da irgendwas falsch. Ja, massiv. Da ist massiv was schief gelaufen. Ja, da kommt das Essen noch rein. Was ist hier los? Gucken wir uns auch sofort an. Nachdem die Aufgabe hier durch ist, weil da muss ich die Route wieder ändern. Schaffe locker. Vielleicht kommt hier die nächste Apfelernte. Und in Tischendorf können sie aufatmen. Zwei bitte noch. Ja, seht ihr. Komm. Aber gut gemacht.
Hier oben ist immer wieder das Lager voll mit Wasser. Und da interessiert mich natürlich auch ein bisschen, warum. Leider ist mir mittlerweile auch nicht mehr so richtig bewusst, welche Farm hier welches Wasser bekommt. Der meckert. Vielleicht finden wir hier über die Routen raus. Warum? Lagerhaus 6. Da. Er wird wahrscheinlich genau das gleiche machen. Lagerhaus 6. Und feuert dahin alles, was er bekommt. Und Lagerhaus 6 macht was mit seinen Waren? Wir checken mal ausgehend. Beliefert Obstgarten 7. 8 und 9. 7, 8, 9. Ist ja erstmal in Ordnung. Dann gucken wir mal, was die eigentlich so brauchen, die Jungs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da könnte das Problem liegen. Da liegt der Hase im Pfeffer. Und zwar bei 13 brauchen wir 2, 4, 6, 8, eine 10 können wir voll machen. Hier drüben können wir uns das einfach machen, indem wir das Ding auf 50% runterschrauben. Und dann ist hier mit den drei Sammlern ist das Ding abgehakt. Diese Meldung dürfte uns dann auch nicht mehr auf den Nerv gehen, wenn ich hier einmal aufräume. Da kommen jetzt erstmal die Überschüsse von den Dingen rein, hier, von den Brunnen. Und da lösche ich gleich einmal kurz raus. So. Hier ist ein Brunnen voll. Hier kann also eigentlich wieder was nicht stimmen. Wir haben enorm viel Wasser gelagert. Mal ganz langsam. Der hier und der hier. Was sind eure Aufgaben? Beides nach Lagerhaus 11. Über wie viel reden wir? Über 16 Units in 30 Tagen. In Lagerhaus 11 soll das Wasser wie folgt behandelt werden. An 2019. Ja. Und dann die Fabriken. Die Fabrik wird versorgt. Oder also die und das Ding werden von hier unten versorgt. Wir haben über 16 Units gesprochen. Hier werden einmal pro Feld 1, hier werden 5. Plus 2, 4. 6, 8, 13. Es wird nur 13 gebraucht, glaube ich. 13 Wasser. Oh, jetzt stehen wir hier wieder vor dem Scheiß. Naja, geht. Wir können das Ding jetzt hier auch wieder auf 50 runterschrauben und dann müsste das hinhauen. 10, 2, 4, 6, 8. Das gehört hier eigentlich zu wem? 10 macht das erste. Und hier kommt jeweils einer pro Sammler raus bei 50%. Also sind wir dann auf 13. Müsste es jetzt passen. Löschen wir Wasser raus und gucken, ob die Meldung wiederkommt. Kompliziert und aufwendig. Holzproduktion. Wäre auch wieder so eine Baustelle, wo wir vorhin schon mal dran waren. Der Baumarkt, der übrigens scheinbar nicht größer wird, während die Stadt drumherum explodiert. Volles Angebot, alles klar, ist geregelt.
Müsste eigentlich sogar Überproduktion sein, aber vielleicht habe ich da auch nur einen Denkfehler drin. Wir können uns im Baumarkt nochmal was ganz Einfaches nehmen, und zwar den Sand. Sand ist nämlich richtig einfach in der Beschaffung. Bedarf 13 pro 15 Tage. Würde ich einfach mal so hier hin platzieren. Ich habe eh keine Ahnung, wie das funktioniert, beziehungsweise wie viel Output das Ding hat. Und an den Seen kann man sowieso immer nicht gerade bauen, also kommt das jetzt hier einfach erstmal so hin, wie es hinkommt. Ja, du kannst alle Sammler erreichen, erzähl doch nichts. Den nehmen wir uns jetzt erstmal, und ich weiß gar nicht, soll der automatisch verkaufen oder soll der sich an einem Lager orientieren? Wir sind Profis an einem Lager. Ich denke gerade, das mit dem Sand könnte auf jeden Fall richtig viel werden. Er macht 6 Units. Das heißt, wenn ich jetzt die Sammler verdoppeln könnte, wären wir bei 12. Jetzt sind wir bei 8, jetzt sind wir bei 10. Und fahren gleich das gleiche Prinzip wie bei den anderen Sachen, wo wir ungerade Zahlen brauchen. So beim Wasser zum Beispiel. Und setzen jetzt hier noch einen Sandsammler hin. Der kann ja so ein bisschen die Kontrolle hier drüben übernehmen. Machen hier nur 1, 2, 3. Und setzen den aber auf 50%. Ja, quatsch mal nicht. Komm. Mehr arbeiten. Übrigens steht in der Region hier noch richtig viel Eisen und Kohle und so weiter aus. Ist aber auch noch ordentlich Platz für Agrarwirtschaft. Nope. Das erscheint mir hier ein bisschen spanisch. Ich kontrolliere nochmal, ob Äpfel und Kartoffeln auf 8 produziert werden. Kartoffeln finden wir einfach raus. In der Unterversorgung an Wasser? Ne, jetzt wächst es wieder. 2x Kartoffel pro Feld. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. Passt. Natürlich ist 15 Tage Rhythmus. Also das stimmt noch. Dann wird es bei den Äpfeln wahrscheinlich auch noch stimmen. Und hier hat eine Stadt Bock, sich zu entwickeln. What? Köthen ist wieder am Start. Wieder eine Stufe mehr für Köthen. Es gibt einen Ausstellungsraum für Fahrzeuge und Co. Feuerwerk bitte.
Heftige Start. Gut, jetzt kriegen wir einen Überschuss an Fischen und eine Unterproduktion an sämtlichen Sachen, die hier so angebaut werden. Ich bin begeistert. Die Stadt hat sich gerade vergrößert. Hier sind auf jeden Fall noch einige Waren für uns zu produzieren. Teilweises Angebot. Warum? 13 pro 15 Tage. Wir zählen nochmal durch. Hier kommen 10 pro 30 Ra. Und hier 3. Oh, ich bin so ein Dummbatz, Alter. Doppelte von 13, 26. Wir brauchen 26 Units, die hier gefarmt werden müssen. Also erstmal auf Pause. 100%. Und Sammler hinzufügen, wenn es noch geht. So, 10, 10. Muss hier vorne auch noch einer hinpassen und dann müssten wir das schon erreichen. Wird schon hinhauen. Habe ich jetzt gemacht? 1, 2 sind 4 und jetzt sind 6. Dann müsste es jetzt hinhauen. Ich meine, die Straße hier so scheiße platziert habe. Ich weiß gar nicht, ob die Städte auch von der Fläche her größer werden, weil die hier unten sieht für mich so wahnsinnig groß aus, Ohrwege, auch wenn sie nicht doll entwickelt ist, also wenn das alles noch kleine Häuser sind. Gar kein Plan. Muss ja alles seine Ordnung haben hier, ne? Und wir haben irgendwann, glaube ich, immer mehr Schwierigkeiten, unsere Läden hier zwischen den ganzen großen Häusern zu finden. Deswegen muss ich wahrscheinlich irgendwann hier über diese Fläche arbeiten, um an die Läden ranzukommen. Oder hier oben geht ja auch, hatten wir auch gesehen. Teilweise das Angebot. Das mit dem Holz ist mir ein absolutes Rätsel. Sand ist mittlerweile volles Angebot. Gefällt mir gut. Leder, volles Angebot. Was haben wir denn noch easy produziert? Ey, komm. Öl. Gas. Dafür haben wir doch die schönsten Regionen überhaupt hier. Für solche Arbeiten, für solche Zwecke. Oh, das ist hart. Das tut weh. Tut es weh? Ich denke nicht. Wir machen es einfach. Hier sind alle Sammler mit drin. Aber es müssen ja auch nur die Hauptgebäude drin sein, ne?
Wow, hier geht eine Menge ab irgendwie. Warum habe ich das gemacht? Damit hier ein freier Weg ist. Darum habe ich das gemacht. Konservengelage, Dosenfischnachfrage betrifft mich. Suppe-Nachfrage. Yeah! Oh. Das ist mir ja alles egal. Zeppelinfeld, okay. Man kann pro Lager nur einen Zug. Das ist ein Scherz, oder? Ich wollte noch ein Zugterminal bauen. Ja, wenn das so ist, ne? Wenn ihr das so wollt, dann könnt ihr das auch so haben. Ganz demonstrativ baue ich das jetzt hier unten hin. Einfach nur, weil es mich so wahnsinnig genervt hat. Ich verstehe. Pizza Party. Leider habe ich keine Pizza. Leider auch nicht im Real Life. Schienenbau ist gar nicht so cool. Das zum Beispiel. Man muss da so eine komische Schräge einbauen, ist hier. So eine. Wie sieht das denn aus? Ist also, hat den mal ein bisschen länger gezogen. So, ne? Ich glaube, Style ist mäßig, ist das korrekt? Oder lieber so. Das andere ist verschwenderisch. Sieht zwar cooler aus eigentlich, aber ist auch verschwenderischer vom Platz. Deswegen wäre ich doch eher Kandidat hier, das so zu legen. Danach ist nach wie vor wieder einer dazwischen frei. Sorry Leute, ich weiß, es sieht super gemütlich aus, aber hier müssen wir etwas tun. Sonst kann ich ja gar nicht gucken und planen und denken. Schienen können wir auch nochmal jemand abreißen, das ist nicht so wild. Nope.
Okay. Oh, die Nachfrage auf dem Bauernmarkt ist jetzt quasi gestiegen. Ich meine, auf solche Dinger reagiere ich gar nicht. Das ist halt irgendwann auch vorbei. So. Ja, wollen jetzt alle das Doppelte haben, aber es ist auch irgendwie so Banane. Da jetzt kurzzeitig drauf zu reagieren, ist doch Quatsch. Machen wir sowas wie einen Zentralbahnhof? Warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Und den sehe ich. Den platziere ich vor allen Dingen einmal mal richtig bunt. Einmal hier. Da kommt jetzt aber noch ein Zugterminal hin. Nein! Wie muss ich das denn jetzt bauen? Muss ich das so bauen? So bauen, okay, alles klar. Ne, da fange ich mal mit dem Inneren an. Eine Schräge so. Oh, das passt aber ganz knapp. Zentralbahnhof, Bitch! Wie eine 1. Und hier vorne fangen wir jetzt an. Das passt perfekt, soweit ich das einschätzen kann. Eine Erdgaspumpe. Ja, wir haben den Verbrauch noch gar nicht gecheckt. Oder den Bedarf. 14. Hört sich für mich nach einer runden Summe an. Finde ich gut. Jetzt stehen wir mit dem Sand. Sieht überschüssig aus, ne? Aber 13? Gucken wir uns an. Da habe ich doch wieder einen Denkfehler drin. Das sind doch 10, 20. Die Hälfte 13. Ja, boah, jetzt war ich gerade neben der Spur. Wie immer. Also, eine Erdgaspumpe. Und weil ich nebenbei wieder so fast gar nicht gequatscht habe, habe ich auch wieder komplett vergessen, in welchen Mengen wir Erdgas brauchen. Nein, 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 nein.
Nope. Schon besser. Oh, du arbeitest schon. Merken, 14. Ja, 14 wird wahrscheinlich schwierig, weil das ja dann hier im Monatstakt wahrscheinlich wieder Erntezeit 15 Tage. Hat sich erledigt, alles gut. Bestens. Also brauche ich 14 Türme, so wie es aussieht. Dann war die Entscheidung gar nicht so doof. Ja, nu, wird man nicht gleich nervös hier, ne? Ist ja genau meins, ey. Ja, wie sieht das denn aus? Direkt angeschlossen. Das gefällt ja schon mal so ein bisschen. Und ihr regelt das unter euch. Jetzt habe ich zu dem Zeitpunkt 10 und brauche aber 14. Irgendwo muss ich jetzt hier noch mehr machen. Hier zum Beispiel. Sehr einfach, weil da ja auch schon ein Lagerhaus ist. Hier passt hoffentlich eine hin. Sie passt perfekt. Und kriegt jetzt aber nur 1, 2, 3 und die 4. Und ist quasi verbunden mit dem Lager. Alles cool. Das wird dem Lager nur noch sagen, dass dieses Gas dorthin verfrachtet wird. Und diesem Lager müssen wir sagen, dass Gas... hierher verfrachtet wird und diesem dann wiederum, dass das Gas
den Weg in den Baumarkt finden soll. Ab geht die Post. Ich glaube, das war's. Mehr muss man nicht machen. Das war gepennt. Und zwar muss man hier noch sagen, per Zug. Ja, moin. Kann ich dir das bitte automatisch erkennen? Das wäre unheimlich cool. Ah ja, jetzt passiert hier was. Sieht auch nach einer gesunden Taktung aus irgendwie. Volle Nachfrage. Ach, das wird sich wahrscheinlich gleich ändern. Nehme ich mal an. Volles Angebot. Ja, macht euch mal einen Begriff, ne? Also theoretisch gibt es hier ja noch endlos viele Möglichkeiten. Wenn man überlegt, den haben wir jetzt mal gerade zu 100% bedient. Und eigentlich war es das. Hier fange ich gerade an, den auch zu bedienen. Ne? Und da haben wir mal gerade so 4 Sachen von 8, also die Hälfte der Waren mal gerade. Ab und zu nochmal wieder checken, ob die Werte gleich geblieben sind. Das sieht aber alles danach aus. Hier 6, da 12. Ja, auch richtig. Oh, bei der Milch bin ich mir nicht sicher. Produzieren wir 10 Milch? Ja, tun wir, weil ich weiß, dass es 20 Felder sind. Ein Träumchen. Ja, das mit der Luftverschmutzung ist jetzt hier halt nicht so geil, aber da wohnt ja auch keiner. So, Gas überprüfen wir nochmal. Sieht ein bisschen so aus, als wäre Überschuss da, ne? Aber... nö. Das bedeutet, Baumarkt aufmachen, Öl. Bei Öl kann man jetzt hoffen, dass das eine Taktung alle 30 Tage ist, weil 15 zu erreichen ist schon wieder richtig, richtig nervig. Aber wir fangen erstmal an. Öl machen wir auch als erstes hier oben, ja. Sind auch immer 5 Stück zusammen, ne? Ja, praktisch. Aha. Kann ich auch auf die Innenseite packen, dann ist die Luftverschmutzung so ein bisschen... enger zusammengerückt. Mal gucken, wie viel Öl er macht. Wahrscheinlich 5 Units in 15 Tagen. Was hat er eben gerade 15? Dann bin ich, glaube ich, beim Erdgas falsch. Deswegen ist da auch ein Überschuss. Jetzt 10 geht nicht. Nicht so einfach. 15 ist klar. Da brauche ich jetzt einfach nur 3 Ölbohrer und dann passt das auf die Unit genau. Oh, das ist hart. Der muss hier hin.
Hier müssen wir dann eine manuelle Route aufdrücken. Wir müssen ihm leider sagen, von Hand sagen, dass er sein Öl bitte nach hier oben bringen soll. Okay, haben wir das auch geklärt. Und das letzte wäre dann, wollen wir noch ein Ölfeld hier unten nicht mehr. Ja, stark. Da haben wir noch was, da drüben haben wir noch was. Das reicht leider nicht. Normalerweise müsste das reichen. Also der scheint den Dings auch automatisch zu bedienen hier, den Baumarkt. Wir gucken mal, was passiert. Ausgehende Produkte können wir mal gucken, ob da das Öl mit bei ist. Ja, scheint aber so. Frage ist nur, ob er ausreichend auch liefert. Teilweise Angebot, volles Angebot. Mit dem Gas müssen wir gleich mal gucken, ob das auch wirklich so ist, dass wir das richtig kalkuliert haben. Aber erstmal mache ich ein ganz kleines Päuschen. Und hol mal was zu trinken, weil ich habe ja schon wieder richtig das Maul fusselig geredet. Wir sehen uns gleich weiter. Ich lasse das hier einfach so ein bisschen laufen. Das bunte Treiben. Ja komm, wenn der Gutschein schon mal da ist. Oder gilt das wieder nur für irgendeine Gegend, die kein Mensch braucht? Ja, moin. Braucht doch kein Mensch. Aber egal, ich habe so viel Geld. Ich mache das jetzt hier einfach mal, das, was ich schon längst machen wollte. So. Das sind 16 Millionen. Wer weiß, vielleicht kommen irgendwann schlechte Zeiten, deswegen geben wir das Geld jetzt schon mal aus. Oh ja, schön, dass du da bist, Kohle, und mir wieder alles versaust. Jetzt habe ich das sogar noch höher gebaut. Noch irgendwelche größeren Hügel. Ja. Hey. Digga. Fällt mir gerade so ein, wenn man so Sand anbauen möchte, ne? Dann kann man sich doch hiermit eben senken.
kann man sich ja damit Strand erschaffen. Dann können wir das Ding hier ja mal in richtig schick bauen demnächst. Whatever. Ich habe mein Terraforming jetzt hier so weit umgesetzt, wie ich es brauchte. Irgendwo war gerade ein Lager voll. Das hat mir nicht gefallen. Warum? Ich wollte jetzt eigentlich kurz ein Päuschen machen. Na, wir löschen es doch mal. Gucken wir uns später an. Mal ein paar Screenshots für die. Für das Thumbnail. Gut, bis gleich. Kleines Päuschen.
So, da sind wir wieder. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben das doch durchkalkuliert. Müssen wir das nochmal verfolgen? Ausgehende Produkte. Wasser. An die drei Gärten. Mehr verteilt er ja nicht. Die drei Gärten. Und die Gärten, also die Obstgärten, benötigen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das haben wir ja kalkuliert. Und hier dürfte eigentlich auch nur 13 produziert werden. Wir prüfen das. 10 plus 3. Es sei denn, einer der Obstgärten hier bekommt irgendwie noch Wasser von hier unten und wäre damit dann eben sozusagen gedeckt. Ausgehende Produkte, Wasser auf... Nee. Hier auch nicht. Verstehe ich nicht. Gab es irgendwie zwischenzeitlich andere... Start-Import minus 75%, Start-Export minus... Ach jo, man kann ja sogar an den Start kaufen und verkaufen. Das ist, war auch für mich noch so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, weiß ich gar nicht so genau, was... Oberreiberg möchte sich entwickeln. Dabei kriegen die, glaube ich, nur ein bisschen Fisch und das war's. Den überschüssigen Fisch liefere ich da, glaube ich, hin. Na gut. Wenn ihr Bock habt, dann soll es für euch ein Spielzeugladen sein. Keine Ahnung. Erneute Kontrolle. Oh, Chipstüten lassen sich, glaube ich, auch einfach herstellen. Müssen wir gleich mal gucken. Erneute Kontrolle. Passt. Passt. Hier ist alles gleich geblieben. Finde ich allerdings sehr schade, ne? So bei steigender Einwohnerzahl. Oder auch nicht. Bei steigender Einwohnerzahl, die ich jetzt allerdings nicht so beobachte, glaube ich. 789.000, müssen wir mal gucken, ob sich da irgendwas tut. Vielleicht auch nur ganz langsam. Oh doch, da passiert was. Dass die Anfrage hier nicht steigt. Also die Nachfrage, Verzeihung, die Nachfrage ist natürlich richtig. Aber Bauernmarkt können wir abhaken. Hier ist alles im grünen Bereich. Überall volles Angebot. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das Lebensmittelgeschäft. Die Suppe nach wie vor auf 9, volles Angebot. Orangensaft 8 ist auch gleich geblieben. Volles Angebot. Alle anderen bediene ich noch nicht. Oben läuft, glaube ich, alles so, wie es laufen soll. Hier dürften nicht viele Waren gelagert sein. Nö. Hier denke ich mal auch nicht. Was uns dazu bringt, dass wir mal kontrollieren, wie es im Baumarkt aussieht. Öl, volles Angebot. Erdgas genauso. Holz teilweise. Ja, da die Kalkulation mit dem Holz irgendwie sowieso nicht hinhaut. Würde ich den jetzt einfach mal auf 200% setzen und mal gucken, wie es dann später aussieht mit dem Holz.
Können wir noch was für den Baumarkt tun? Irgendwas Simples. Leder bekommt er auch im vollen Angebot. Sand ebenso. Kohle können wir noch easy machen. Kohle gibt es ja hier bei uns in der Region. Wieder gepennt. Wie viel braucht er denn? 14 alle 15 Tage. Ärgerlich. Das hört sich nach einem Wert an, der nicht so einfach zu bedienen ist. Hier sind 2x5. Können wir mal gucken. Machen wir einmal auf Pause. Ich nehme an, das ist wie bei Erdgas und Erdöl. Abrechnung in 15 Tage und wird wahrscheinlich jetzt produzieren. Auch wenn er gleich meckert. Aber wird wahrscheinlich produzieren 5 Units. Oha. Ach nee, jetzt hat er 5 gemacht. Okay, und macht dann gleich. Genau. Ach, der macht in 15 Tagen macht der 10 Units. Das bedeutet, in 30 macht er 20, aber. Spielt mir, glaube ich, doch voll in die Karten, oder? Wie viele sollte ich denn machen hier? Schon wieder vergessen. 14. Ne, das spielt mir doch super in die Karten. Wenn ich jetzt hier noch noch eine Kohlengrube baue. Und zusammenrücke. Ich jetzt hier nur 1, 2. Ja. Ich da nur 2 mache. Auch wieder super gemacht. Und hier vorne würde ich vielleicht ein Lager hinbauen. Einfach random in die Welt. Wobei das jetzt richtig dumm war. Nicht einfach random, sondern ein bisschen nachdenken. Mach die Straßenanschlüsse mal nach hinten. So kann man sich jetzt hier irgendwie anschließen, wenn man das möchte. Baut sich hier eine schöne Straße durch. Das kann man jetzt machen, muss man aber nicht. Man hätte jetzt natürlich versuchen können, das Gebäude da auch noch mit reinzubekommen. Aber da muss man ihm eben sagen, dass die Kohle. Moment. Dass diese Kohle hier landet. Der holt das automatisch. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie wird denn das jetzt hier angeschlossen? Und das Ding ist genauso aufgebaut, also wird das an das obere kommen. Geht das so? Ob ja.
Ja, so natürlich nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und die muss ich gleich loslegen lassen, weil ich ehrlich gesagt nicht so genau weiß, ob das alles so richtig ist. So, also, und die Ware kommt dann natürlich hier vorne hin. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Bitte mit dem Zug. Hier entstehen jetzt erste Wartepunkte, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Sowas wollte ich ja eigentlich vermeiden, aber man kann ja, ein Lagerhaus kann leider immer nur ein Zugterminal bauen. Oder? Das ist das entscheidend? Kann man mal entwickeln, aber wow, okay, das geht sehr schnell. Nee. Gibt scheinbar keine Möglichkeit, dem Lagerhaus irgendwie noch mehrere Zugterminals pro Gebäude zu ermöglichen. Ich habe Geld ohne Ende, ne? Ich hau das jetzt hier alles rein. Warum ist dein Lager voll? Sein Lager ist mit Wasser voll, oder wie darf ich das verstehen? Bei dir? Schmeiße ich es halt mal weg. Das müssen wir mal gucken. Ob das Problem so bleibt. Und hier will ich eigentlich nur wissen. 10 plus 4 sind in meinen Augen logischerweise 14. Und was haben wir hier stehen? Wie die Kohle? 14 pro 15 Tage. Das stört mich so wahnsinnig, dass jetzt hier diese Bremse entsteht, ne? Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zwei Sachen. Baumwolle, die können wir direkt von der Plantage liefern. Das halte ich für ein sehr einfaches Projekt. Und Wolle, da brauchen wir Schafe. Und das wiederum erfordert Wasser und Weizen. Kümmern wir uns erstmal um die Baumwolle. 5 pro 15 Tage sollte im Rahmen des Machbaren sein, so denke ich. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt bei der Baumwolle wahrscheinlich auch Verhältnis. Ja, hier kommt eigentlich zwei Baumwolle pro Feld raus, wären 10. Wir fahren das Ding aber einfach aus Faulheit auf 50% runter und liefern einfach 5 Wasser. Ja, was ein bisschen dämlich ist. Ich habe schon wieder Denkfehler. Nein, das Ding läuft einfach auf 100%. Ich würde mich freuen, wenn du das Wasser bitte nicht von hier irgendwo.
Montage 3. Bitte nicht. Danke. Was war das? Hier muss jetzt mal Wasser produziert werden, denke ich mal. Ach, hier wächst schon was. Volles Angebot, Mission Baumwolle ist abgeschlossen. Bei der Kohle bin ich mir noch unsicher. Muss aber eigentlich auch passen, aber es kommt wahrscheinlich hier eher durch die Wartezeiten. Die jetzt sehr gering waren. Als letztes noch den Baumarkt mit Wolle. Mit Wolle bedient. Zehn. 10 kommt mir wie ein bekannter Wert vor. Ich glaube, bei der Milch ist es genauso. Würde aus meiner Sicht, da ja irgendwie immer alles gleich viel braucht, müssten wir dieses Feld hier kopieren. Und was soll ich sagen? Dafür gab es doch... Oh! Wie habe ich das beim letzten Mal aufgemacht? Layout-Modus, genau. Das können wir mal löschen. Das war nur ein Test. Jupp. Neues Layout. Ja, Mann, das will ich genauso haben. Ich denke, ich will es genau so haben. Stumpf und faul wie ich bin, flansche ich dieses Ding hier einfach hin. Wow, wie poetisch. Hat das irgendjemand mitgekriegt? Wow. Das geht leider nicht, weil da unten Ressourcen liegen. Hier werde ich sicherlich auch nirgends reingequetscht kriegen.
Hey Mann, das gefällt mir schon richtig gut hier. Boom. Nice. Okay. Genug der Freude. Die muss ich jetzt alle umtunen auf Schafe. Habe aber das Gefühl, ja, Schafe produzieren auch Hammelfleisch. Oh fuck. Hier ist das Feld, der ist überall 1, 1, 1 und hier ist es 1, 2. Dann tun wir jetzt einfach so, als wenn dieser ganze Park niemals da gewesen wäre. Tschüss. Und dann machen wir uns das doch lieber so manuell fertig. Ja, hier kriege ich ja schon wieder die Kritze. Wenn ich hier nicht gerade ausbauen kann, dann ist ja hier schon wieder Feierabend. Ja, meinetwegen so. Terraform. Erstmal. Vielleicht müssen ja noch irgendwann nochmal Schiffe da durchfahren. Keine Ahnung. Kann natürlich sein. Wir haben einen Bedarf von 10 in 15 Tagen. Ich baue jetzt nochmal eine Farm, nur um zu kontrollieren, ob das auch in 30 Tagen stattfindet dann. Ja, 30 machen 2 Wolle. Wir konzentrieren uns auf die Wolle. Das Hammelfleisch werden wir schon in irgendeinem Markt verkauft kriegen. Ich mache jetzt hier erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist dann 6. Ja, sehr gut. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der siebte ist es dann so. Schauen wir mal. Bedarf von 10, also müssen wir 20 herstellen. Ja. Brauchen wir 10 Farmen. Ganz einfach. Das war völlig verblödet. Was habe ich jetzt gemacht? Noch mal so ein Fail? Mein alles schön und gut. Das war ja vom Gedanken her nicht schlecht. Von denen brauche ich 5. Nee, entschuldigt, warte mal kurz. Ich brauche 10 mal Weizen. Wow, die bedient jetzt schon alles.
So. Nutztiere. Die Wolle soll bitte direkt, ja, eben dorthin. Und von hier aus soll die Wolle. Das vergesse ich diesmal nicht. Per Zug. Und ich nehme an, dass ihr das hier untereinander regelt. Eingehende kommt von... Oh, das muss ich noch umstellen. Das sieht aber auch cool aus. Eingehende Produkte. Ja, 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 ja. Von der 21 ist auch richtig. Wasser möchte ich bitte nur vom Brunnen 23 haben. Ausgehend. Sind mir das eindeutig zu viele. Die Nutztierfarm 7 und 8 sollen eigentlich nur Waren erhalten. Was? Oh, da muss ich aufpassen. Die 21, ja. 8. Ah, da geht's noch weiter. Nutztierfarm 2 natürlich nicht. Nein. Die 1 auch nicht. Dass jetzt hier nur 4 Dinge angehakt sind. 2x 8. 2x 7. Und natürlich die bei, oder noch die hier mit Wasser. Boah, ist ja alles ein bisschen viel auch. Das ist okay, das ist okay. Das ist okay. Und 23. Sehr geil, jetzt haben wir es. Und bei den Waren müssen wir noch definieren, bei den Zielen, dass das Hammelfleisch an die nächstbeste Quelle vertickt wird. Und das ist nur ein Laden. Huch. Sieht irgendwie anders aus. So sieht's richtig aus. Nutz 7 und 8 und 21. Da muss ich dir natürlich auch noch einiges unterbinden, nehme ich mal an. Abwarten. So. Wir sind auf der Suche nach der 7. Nope. Und zur 8 reicht es nicht mehr hin. Entspannt euch, was ist denn hier los? Na gut, werden wir gleich sehen. Hier müsste sich gleich auf jeden Fall die Eingabe einkriegen, also beruhigen. Wofür zum Teufel bist du eigentlich noch da? Braucht doch hier scheinbar gar keiner. Oh, ich bin ein Dummbatz. Hier brauchen wir 5 Wasser. Und hier brauchen wir nochmal 2, also 7. Kein Wunder, dass das hier nicht stimmt. Investiere in Wissenschaft. Was passiert, wenn? Forschungsgeschwindigkeit. Ja, von mir aus.
Tag 1, Stufe 1. Das hier Stufe 1. Oder das. Wer weiß das schon? Müsste sich hier eigentlich gleich beruhigen. Also wir brauchen hier pro Feld 5, also 5 Wasser brauchen wir hier und hier brauchen wir 10 Wasser. 15 Wasser. Bin ich völlig bescheuert? 15 Wasser, Alter. Du läufst jetzt hier auf 100%. Mach 10. Ja, du kriegst von mir aus 5 Sammler. Völlig neben der Spur, ey. So, jetzt müsst ihr das reinhauen. Endlich. Hoffentlich. Endlich wächst hier auch mal was. So, die Wolle ist hoffentlich unterwegs jetzt langsam mal. Ja, hier passiert was, endlich. Kommt hier auch schon Wolle an. Wir springen über alles rüber. Volles Angebot. Wir haben den Baumarkt jetzt auf 100% Nachfrage, die gestillt ist, und bei den Orangen hat sich vielleicht die Abnahme, nö, eigentlich nicht. Volles Angebot, ja, doch, da. Kartoffeln eigentlich auch, wir warten mal ab. Komm, das muss jetzt hier alles mal entwickelt werden, weil mir das auf den Nerv geht. Aber wirklich noch viel, was da auf uns zukommt, ne? Uah. Servierten. Heidewitzka. Deswegen, der Platz wird hier auf jeden Fall noch eng, glaube ich. Was soll's? 150 kann ich mir noch leisten. Ja gut, wir haben ja erstmal das geschafft, was wir wollten. Wir haben uns hier noch eine Fehlermeldung offen gelassen, die wir uns dann im nächsten Stream anschauen. Und zwar mache ich für heute Schluss, weil ich bin echt ein bisschen müde durch den Tag. Und wollen uns ja auch noch ein paar Aufgaben fürs nächste Mal behalten. Ich sage vielen herzlichen Dank. Heute war nicht so viel los, das macht aber auch gar nichts. Es gibt gute und schlechte Tage. Einige gucken sich das vielleicht auf YouTube hier nachträglich an. Vielen Dank erstmal dafür. Und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag um 14 Uhr. Dort werde ich nämlich mit Hellraiser den Cooking Simulator zocken. Und zwar das Ganze wollen wir auch noch im Wettkampf machen. Also weil es ist nicht Multiplayer-fähig, aber wir wollen es halt gegeneinander spielen. Jeder für sich kriegen eine Menüaufgabe oder so, dass wir ein Menü kochen sollen oder überlegen wir uns noch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere dabei ist. Macht euch einen schönen Abend. Macht euch vor allen Dingen einen bunten und holt euch fruchtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.